Im letzten Video ging es um Hanfkalksteine. Heute geht es um diese Steine, die man selber machen kann. Steine aus LLS 400, aus einer Leichtlehmschüttung von der Hanffaserfabrik Uckermark. Und wenn du wissen möchtest, wie man diese Steine hier selber macht, dann schau dir dieses Video an. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lukas vom Naturbaustoffhaus und wenn du dich für alternative Baukonzepte interessierst, dann abonniere am besten jetzt sofort mal diesen Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Steine selber macht und dazu gehen wir jetzt in die Werkstatt. So, was ist denn das Wichtigste, um erfolgreich so einen LLS 400 Stein herzustellen? Genau, ihr braucht LLS 400. Wie ihr es hier seht, es wird immer in diesen Säcken geliefert, 66,6 Liter sind in einem Sack. Dann habt ihr das Rohmaterial. Und dann nehmt ihr am besten ein bisschen davon und füllt es in einen Eimer oder in eine Schubkarre, je nachdem wie viel ihr braucht. Ich habe jetzt mal ungefähr so viel reingemacht und das Ganze wird eigentlich in einem bestimmten Wassermischverhältnis angemacht. Aber ich mache es jetzt für den einen Stein einfach ein bisschen nach Gefühl. Wenn ihr natürlich daheim eine ganze Wand macht, dann macht ihr das nach Anleitung. Ich mache es jetzt einfach nach Gefühl. So, jetzt im besten Fall lasst ihr das kurz einsumpfen, 5 Minuten oder 10 und dann trinkt ihr einen Kaffee und dann geht's weiter. Ich leere noch mal ein bisschen nach. Weil es zu feucht war, zu nass. So, in der Zwischenzeit stelle ich euch noch ganz kurz diese Schablone hier vor. Ihr habt als erstes irgendeine Platte, die ihr halt gerade rumliegen habt. In unserem Fall ist das USB. Wir haben da Löcher reingemacht, falls man den Stein eben zum Trocknen in der Schablone lässt, was man normalerweise nicht macht, dienen die Löcher der Atmung, dass die Steine besser atmen können. Weil unser Stein bindet ja rein physikalisch ab. Das bedeutet ja, jegliches Wasser, das ich jetzt in den Lehm reingebe, geht nachher wieder raus. Und bei uns wäre ja quasi der Lehmanteil in diesem Stein, der Tonanteil, der Schluffanteil, der ist quasi unser Bindemittel. Genau. Ich brauche das jetzt aber nicht und deswegen lege ich hier etwas drauf. Gleichzeitig haben wir hier ein Holz, das man hier reinklemmen kann. Dann machen wir jetzt hier gleich die Masse rein, pressen das gut und anschließend, wenn wir den Stein rausholen, können wir erst das Holz rausmachen und dann können wir den Stein rauslupfen. Da sind uns auch wieder die Löcher behilfreich, weil wir dann von unten drücken können. So. Natürlich ist die Dicke der Steine ist jetzt vorgegeben durch das Maß unserer Schablone hier von der Dicke des Holzes. Die könnte es natürlich auch dicker machen, ja. Aber jetzt für unseren Fall, wir hatten die Schablone hier sowieso noch rumliegen, ist es eben halt so dick wie es ist, aber fühlt euch dadurch nicht eingeschränkt, ihr könnt es auch dicker machen. So, jetzt kippt man das Ganze da rein.
noch kurz das Holz da dazwischen machen. So. Dann das auch immer schön in die Ecken pressen. Ja, ihr könnt das mit der Hand machen. Lehm fühlt sich immer sehr schön an den Händen an im Nachhinein. Also Lehm trocknet eure Hände nicht aus. Im Gegenteil, es macht eure Hände weicher. Und es macht auch Spaß. Und wenn ihr es nicht mit der Hand machen wollt, dann nehmt euch etwas Werkzeug dazu. Okay, ein Brett zum Beispiel. So, wir füllen das obere hier noch gut auf mit der Masse. So, und das war's im Prinzip schon. Ihr seht hier jetzt das plattgedrückte Material. Hier tropft noch das Wasser raus. Ich muss gestehen, es war etwas viel Wasser. Aber das macht nichts, weil, wie gesagt, jegliches Wasser, das in den Lehm reingeht, geht auch wieder raus. So, der Next Step wäre jetzt quasi, den Stein aus der Schablone rauszuholen, und das werde ich jetzt tun. Dazu öffne ich das Holz hier. Und drück von unten gleichmäßig in die Löcher rein. Und dann läuft die Sache, wie ihr seht. Das ist jetzt ein fertig gepresster Stein. Und den lege ich jetzt in die Sonne. Und sobald er fertig ist, werde ich euch das zeigen. So kommt er jetzt einfach an den Ort, wo man ihn trocknen kann. Es muss nicht unbedingt in die Sonne sein. Wärme ist nicht ganz so entscheidend für den Trocknungseffekt bei LLS 400. Viel wichtiger ist Luft. So, hier seht ihr den fertigen Stein einen Tag später. Er braucht noch etwas länger zum Trocknen, weil ich wirklich etwas zu viel Wasser reingemacht habe. Den lege ich gleich nochmal in die Sonne. Aber so sieht er dann fertig aus. Aus diesen Steinen könnt ihr auch sogenannte Hanfstampflehmwände machen. Wie das genau aussieht, dazu zeigen wir euch jetzt ein paar Bilder. Das ist nämlich auch sehr interessant. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert. Ihr helft damit dem Kanal weiter und ihr helft dadurch, alternative Baukonzept einer breiteren Masse an Menschen zugänglich zu machen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, aber unabhängig davon, alles Gute euch, euer Lukas. Ciao, ciao.